Hallo und herzlich willkommen hier bei UbiTestet. Schön, dass ihr reingeklickt habt zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Heute mit mir vor der Kamera der Skoda Octavia Kombi. Den kennt ihr bereits und das ist auch gut so, denn es ist der Bestseller im Prinzip im Portfolio der tschechischen Autobauer. Der hat jetzt aber ein Facelift bekommen und hier steht noch die Vor-Facelift-Variante. Warum? Ganz einfach, wir wollen heute mal gemeinsam herausfinden, was sind denn eigentlich die Veränderungen, die das Facelift mitbringt. Ist das wirklich jetzt ein Punkt, dass man warten sollte und sich ein Facelift bestellen sollte? Oder sollte man vielleicht sogar versuchen, jetzt noch Rabatte abzugreifen und das Vor-Facelift-Modell zu nehmen? Ich fahre auch den meiner Meinung nach sinnvollsten Antrieb hier unter der Haube. Ein 1,5 Liter Vierzylinder-Turbo-Benziner, gekoppelt an ein Mild-Hybrid-System, 48. 40 Volt Riemenstarter-Generator mit 150 PS, also durchaus gut motorisiert, ausreichend gut motorisiert. Was das alles bringt, wie effizient der natürlich ist, das werden wir auch heute klären. Wir gehen natürlich auf Verbrauchsrunde mit dem Octavia Kombi. Bedeutet 50% Überland, 40% Autobahn, VMAX 140, 10% Stadtverkehranteil. Wir werden also während der Fahrt klären, was sind die Unterschiede zum Facelift, wie fährt sich der Octavia allgemein, wie viel Platz bietet er und am Ende natürlich werden wir herausfinden, was kostet er und vor allem, wie effizient ist er denn. Zum Ende natürlich auch noch die eigene Meinung. Und wenn euch das Ganze gefällt, vergesst den Kanal nicht zu abonnieren, das Ganze zu liken und mir eure Meinung unten in der Kommentarbox zu hinterlassen. Dann können wir gerne diskutieren über den Skoda Octavia Kombi. Und ich würde sagen, wir steigen ein und los geht die Fahrt. Bevor es losgeht, übrigens noch ein kurzer Disclaimer. Eingekleidet wurde ich heute von JP1880, dem Modelabel für Männer in großen Größen. Und ich brauche eine große Größe. Und da habe ich echt schicke Kleidung gefunden für mich. Schaut gerne mal in den Online-Shop rein. Und vor allem, wenn ihr zum ersten Mal bestellt, findet ihr unten in der Videobeschreibung mit dem Rabattcode von mir 20% Rabatt für eure erste Bestellung. Und ich bin der Meinung, Design sollte man sich auch mal selbst gönnen. Irgendwas Ordentliches zum Anziehen, schöne Klamotten, dann muss nicht nur das Auto schön ausschauen. Aber jetzt würde ich sagen, geht's ums Auto und auf geht's. Beginnen wir erst einmal beim Facelift-Modell. Was hat sich denn äußerlich getan? Und da schauen wir jetzt uns die Bilder einfach mal genauer an. Da sehen wir auch schon, gerade die Scheinwerferpartie ist komplett neu gestaltet worden. Das sind jetzt etwas größere Scheinwerfer und vor allem haben wir da so eine LED-Tagfahrleiste, die so ein bisschen nach unten hin ausläuft. Ansonsten wurde der Stoßfänger etwas gecleant und auch ein bisschen mehr auf diese Air Curtains hin ausorientiert, dass die ein bisschen hervorgehoben werden. Das ist beim Vor-Facelift nicht so der Fall, das wirkt ein bisschen zerklüfteter. Dennoch auch die Scheinwerfer hier deutlich braver und geradliniger. Wir haben jetzt in unserem Fall hier die normalen LED-Scheinwerfer drinnen, die Serie sind und nicht die optional erhältlichen Matrix. LED-Scheinwerfer. Am Heck gibt es auch beim Facelift ein neues Innenleben der LED-Rücklichter. Wenn man sich die aber anschaut, da muss man schon sehr, sehr genau hinschauen, um den Unterschied zu erkennen hier gegenüber dem Facelift, Vor-Facelift, das wir jetzt hier fahren. Bei den Abmessungen hat sich natürlich nichts verändert zum Facelift. Der Kombi bleibt weiterhin 4,69 Meter lang und 1,45 Meter hoch. Der Kofferraum, auch da weiter identische Abmessungen, 640 Liter im Standard und 1700 Liter im Maximum. Die Rücksitzlehnen lassen sich federvorgespannt und fernentriegelt umlegen, gibt eine leicht ansteigende Ladefläche und man hat eben hier eine gute Belademöglichkeit, zumal man eben auch ein Netztrennwand hier ab Werk bekommt, die man dann auch zwischen den hinter der ersten Sitzreihe installieren kann und somit dann auch eben dachhoch das Fahrzeug beladen kann. Eine Anhängerkupplung gibt es auch und die sorgt dann dafür, dass man 1,5 Tonnen an den Hart nehmen kann, hier mit dem 1,5 Liter
Vierzylinder Turbobenziner. Die Stützlast liegt übrigens bei 80 Kilogramm. Und in der zweiten Sitzreihe gibt es weiterhin sehr angenehm zu. Da gibt es natürlich auch keine Änderungen zum V-Facelift. Weiterhin genügend Kopf- und Kniefreiheit und vor allem auch viele durchdachte Detaillösungen für Familien, sowie zum Beispiel das Schlafpaket mit den ausklappbaren Hörnchen an den Kopfstützen, einer Wolldecke, die dabei ist, zudem auch Sonnenschutzrollos, die es gibt, genügend Stromanschlüsse, zwei USB-C oder sogar noch eine 230 Volt Steckdose, natürlich auch Getränkehalter und Ablagemöglichkeiten sind ebenso vorhanden. In der ersten Sitzreihe auch weiterhin die Platzverhältnisse weiterhin sehr großzügig bemessen, nichts zwickt, nichts zwackt und die Sitze sind auch sehr gut, somit zwickt es auch nicht im Rücken, denn optional gibt es hier auch orthopädisch ausgeformte Sitze, die dann auch noch über eine Massagefunktion verfügen. Die gibt es auch im Facelift-Modell, wobei man hier sagen muss, im Facelift-Modell werden jetzt mehr recycelte Materialien verwendet. Die Materialgüte soll weiterhin identisch gut sein und das ist auch schon hier der Fall. Wir haben hier eine wirklich gute Materialqualität, alles fühlt sich haptisch auch wunderbar an. Mein Blick dann über den Armaturenträger, da sehen wir jetzt im Facelift ein vor allem deutlich größer gewordenes Infotainment-Display, das dann eben so ein bisschen über den Armaturenträger hinausragt in seiner Höhe. Schauen wir hier nämlich dann aufs Vor-Facelift wieder zurück, sehen wir, das Display ist deutlich kleiner, eher in diesem 16:9 Format, nicht so ganz quadratisch wie jetzt eben beim Facelift. Weiterhin aber unverändert bleibt, wir haben ein digitales Kombi-Instrument, das auch hier und da komplett unverändert ist. Die Grafiken, die vorgegeben sind, die kann man eben mit der View-Taste entsprechend auswählen und die Anzeigevielfalt ist sehr hoch, die man dann auch über das Kombi-Instrument abgreifen kann. Ein Head-Up-Display gibt es hier wie da, sehr gut, mit Informationen, die in die Windschutzscheibe gespiegelt werden. Die Haptik ist auch weiterhin vorhanden, genauso wie die Schnellwahltasten für das Multimedia-System. Neu ist natürlich jetzt beim Facelift die neue Bedienstruktur, die jetzt dann Einzug gehalten hat. Die Displays sind feiner aufgelöst, reagieren deutlich schneller, weil auch ein schnellerer Prozessor dahinter liegt. Wer das genauer sehen möchte, der schaut einfach mal ins Skoda Enyaq-Video. Da ist nämlich auch schon das neue System von mir erklärt und erfahren worden. Dennoch bleibt das alte System hier, was die Modernität angeht, up to date. Es sind weiterhin Apple CarPlay und Android Auto wireless umsetzbar. Es gibt auch ein wireless Charging System. Allerdings im neuen ist es deutlich stärker, was den Strom angeht, der da durchfließt. Und zum anderen gibt es da auch Rillen, die dann eben dafür sorgen, dass auch eine deutlich bessere Belüftung stattfindet. Das heißt also, das System spricht nicht immer zwischendrin ab, wenn sich das Telefon beim Laden in der Ladeschale erhitzt. Erhitzen tut sich dann auch der Antrieb, wenn er dann mal auf Betriebstemperatur ist. Unter der Haube hier in unserem Fahrzeug werkelt der 1,5 Liter Vierzylinder Turbobenziner, den kennen wir auch schon, der jetzt an ein Mild-Hybrid-System gekoppelt ist, also ein 48 Volt Riemen-Starter-Generator, der so ein bisschen Leistung untenrum puffern kann, wo der Turbolader noch nicht genügend Kraft bietet. Zudem aber sorgt er dafür in Verbindung mit dem 7-Stufen-Doppelkupplungsgetriebe, dass eben über eine längere Strecke hier mit abgeschaltetem Motor und entkoppeltem Getriebe lange gerollt werden kann oder sogenanntes Segeln möglich ist. Das hilft dann natürlich nochmal Kraftstoff zu sparen, gerade wenn jemand eine vorausschauende Fahrweise hat und vor allem hier auch die Informationen des Travel Assist etwa mit einbezieht, dann kann man da nochmal nachhaltig etwas an Kraftstoff sparen. Zudem besitzt der Vierzylinder auch noch eine Zylinderabschaltung. Neu beim Facelift ist, dass der 1 Liter Dreizylinder Turbobenziner rausgeflogen ist. Ich persönlich muss sagen, ist nicht schad drum und wurde um den 1,5 Liter Vierzylinder, den wir hier haben, erweitert, der jetzt in seiner Leistung ein bisschen gedrosselt wurde und auch als Einstiegsvariante mit 115 PS erhältlich ist. Ebenso rausgeflogen aus dem Antriebsportfolio beim Facelift ist übrigens der Plug-in-Hybrid. Meiner Meinung nach auch nicht schade, denn der hatte nicht so wirklich eine tolle Ladeleistung und
anscheinend war er auch nicht so sonderlich gefragt, beziehungsweise man wird wahrscheinlich die Batterien eher für die anderen Plug-in-Hybrid-Modelle im Konzern benötigen. Bei den Fahrassistenzsystemen, auch da hat sich mit dem Facelift im Grunde nichts getan. Weiterhin der Travel Assist vorhanden, der ermöglicht dann eben mit den Systemen Side Assist und Front Assist eben eine Abstandsregelung, aktive Spurführung, tote Winkelüberwachung, Querverkehrswarnung, Notbremsassistent und so weiter. All das ist dann auch schon hier an Bord, wenn man es denn ordert. Und das funktioniert auch hier schon besonders gut. Gut funktioniert auch jetzt noch das Weiterfahren hier auf der Landstraße, die gerade frei ist. Und wir sehen uns dann auch gleich zum Fazit und zu meiner persönlichen Meinung, was man denn jetzt eigentlich kaufen sollte, Facelift oder Vor-Facelift. Ja, was soll man nun kaufen? Das Vor-Facelift-Modell? Oder soll man jetzt doch noch warten die paar Wochen auf das Facelift-Modell? In meinen Augen ist die Sache relativ klar. Ich würde versuchen, jetzt noch Rabatte abzugreifen und zum Vor-Facelift-Modell zu greifen, denn die Veränderungen, die das Facelift mitbringen, die sind wirklich im Face des Octavia zu sehen, nämlich mit den neuen Scheinwerfern, die natürlich eine bessere Ausleuchtung bieten sollen und dadurch einfach auch noch die andere Optik. Aber technisch ist der Octavia im Grunde gleich geblieben. Wesentliche Neuerung technischer Natur ist lediglich das Infotainment, das größer geworden ist optional und zudem eben die neue Bedienoberfläche bietet, einen neuen Prozessor, der deutlich schneller reagiert. Also das konnten wir ja schon hier im etwa als Skoda Enyaq testen. Das System ist natürlich deutlich nochmal stabiler, als es jetzt hier die Vor-Facelift-Variante ist. Dennoch muss ich sagen, jetzt im aktuellen Stand hat es das System nicht abgestürzt, es arbeitet sauber. Ja, der Monitor könnte ein bisschen schneller reagieren. Dennoch ist die Auflösung immer noch gut genug. In meinen Augen also weiterhin hier noch der Stand eines aktuellen Fahrzeugs, der wirkt bei keinem Moment für mich persönlich angegraut oder veraltet. Auch bei den Assistenzsystemen alles im Prinzip gleich geblieben mit dem Facelift. Das heißt also, mit dem Travel Assist ist hier schon wirklich ein hoher Automatisierungsgrad oder Autonomiegrad quasi erreicht und somit auch ein sehr entspanntes Fahren. Was den Antrieb angeht, auch hier mit dem 1,5 Liter E-Tech Motor, also mit dem Mild-Hybrid-System, der ist auch schon hier verbaut. Wie jetzt auch im Facelift-Modell. Auch hier arbeitet er eben sehr effizient auf unserer Verbrauchsrunde. Jetzt 5,3 Liter im Test ist sehr angenehm und vor allem niedrig für ein solch großes und komfortables Fahrzeug. Die Platzverhältnisse haben sich natürlich nicht geändert, sowohl im Fond als auch im Kofferraum. Jede Menge Platz und das eben auch für Familien- oder Firmenwagenfahrer. Also, meinen Augen, greift zum Skoda Octavia, holt euch die Rabatte und nehmt das Vor-Facelift-Modell. Günstig ist der Octavia nämlich weiterhin leider nicht. Der startet bei rund 36.000 Euro mit dem 150 PS starken E-Tech Mild-Hybrid-Antrieb. Und in der Variante, so wie er hier steht, kostet er rund 46.000 Euro. Das ist nämlich schon echt verdammt viel Geld. Und damit ist das Auto auch nicht mehr wirklich so extrem preissensibel, wie Skoda das früher einmal war. Aber das kennen wir, dafür ist die Materialanmutung und so weiter eben auch deutlich besser geworden. Jetzt bin ich aber gespannt auf eure Meinung. Würdet ihr das Facelift nehmen oder das Vor-Facelift-Modell? Und wenn ja, welcher Antrieb ist denn vielleicht für euch besonders interessant? Oder sagt ihr, ich möchte einen anderen Wettbewerber nehmen? Dann schreibt mir auch gerne mal das unten in die Kommentarbox. Wenn euch das Ganze auch gefallen hat, vergesst nicht das Liken des Videos und vor allem das Abonnieren des Kanals, um das Ganze hier noch ein bisschen voranzutreiben und damit ich euch weitere Videos hier liefern kann auf dem Kanal. Ich bedanke mich fürs Reinklicken, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, sage Tschüss und Servus, euer Ubi.